So, Freunde, was geht? Wie geht's? Wie steht's? Ich sehe ein bisschen K.O. aus. Ich war so aufgeregt gestern, dass ich in Hamburg unterwegs war. Dann war ich in der Bar, keine Ahnung, bin Hotel 4, 5 Uhr, bei einer Freundin 5 Uhr eingepennt. Heute Morgen angekommen in Lübeck. Saido sagt zu mir, Digga, du hast ja gar nicht geschlafen, du siehst richtig tot aus, bin echt tot. Aber ich bin jetzt am Flughafen. Saido hat mich gerade hier rausgelassen, er Mann, da vorne ist er. Ja, ab nach Mallorca, würde ich sagen, meine Freunde. Mal gucken, das ist mein erstes Mal. Man hat mir gesagt, ich werde auf jeden Fall einen Kulturschock erleiden. Die Leute sollen so die ganze Zeit so rumgrölen. Ich kenne nicht einen Schlagersong. Was ist los mit euch allen? Einmal saufen, kotzen. Ich soll mich nicht ankotzen lassen. Desinfektionstücher vergessen, Armin. Egal, ich muss auf jeden Fall Desinfektionstücher organisieren. Das ist wichtig, falls ich einen ankotze, dass ich mich direkt sauber machen kann. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe nichts Teures mitgenommen. Keine Uhr, keine teure Brille, kein gar nichts. Weil es hieß, alle Helmut ziemlich ab. Wurde mir erklärt. Und ja, ein ganz Körperkondom habe ich auch vergessen, aber scheiß drauf. Und falls ihr euch wundert, ich habe Saido gesagt, der hatte ich meinen Koffer, bei ihm hatte ich meinen Koffer stehen. Da habe ich ihm gesagt, Bruder, kannst du mir meinen Koffer mitbringen, den Porsche-Koffer, er meinte ja. Dann hat er mir den hier mitgebracht, von seiner Frau, hat mich gerippt, mich gefickt. Jetzt sehe ich auf Malle, bin ich die ganze Zeit mit Frauenkoffer unterwegs. Auf jeden Fall, die nächste schlechte Nachricht ist, ich habe noch einen heftigen, kräftigen Alkschiss von gestern. Ich muss aber noch eine Stunde, eineinhalb Stunden warten, bis mein Flieger jetzt abgeht. Und ja, es wird gerade gleich unangenehm, maximal. Ich sehe hier gerade so ein Zollding. Was ist das? Haben Menschen versucht, aus einem anderen Land kein Tier als Urlaubssouvenir? Ja, natürlich haben die... Digga, das ist doch nicht echt. Das ist echt heftig, Digga. Da haben Menschen... Oh mein Gott. Echtes Krokodilleder. Eine echte Schildkröte. Niemals. Eine Miesmuschel. Und dann Schuhe aus Schlangenleder. Also ich habe ja auch Ledersachen. Bei mir ist aber alles nicht echt. Ich würde niemals echt... Digga, das ist nicht ihr Ernst, oder? Tigerfell? Und das ist Elfenbein. Krass, ein Elfenbeinmesser. Kostet 1.691.000 Euro. Günstig. Krank, dass die Leute sowas. Das ist heftig. Okay, nächstes Problem. Ich finde keine Dokumente zum Hotel, was ich gebucht habe. Beziehungsweise ich habe meine Managerin das buchen lassen, aber ich erreiche sie gerade nicht. Sie ist 3 Tage im Urlaub. Ich bin am Arsch. Erst habe ich meinen Flug falsch gebucht. Hotel zahle ich schon seit gestern. Jetzt weiß ich gar nicht, welches Hotel ich muss. Ja, moin. So, hab mich fresh gemacht. Geh jetzt raus aus dem Hotel. Willkommen auf den Ballermann. Mal gucken, was hier jetzt abgeht. Ich bin auch ganz in der Nähe zum Megapark. Ich bin jetzt hier an der Promenade. Das wird mein Revier sein. Schön markiert. Dann werde ich hier unterwegs sein. Ich habe einfach so meine günstigsten Sachen mitgenommen. Auch keine Uhr, kein gar nichts. Die gefakte Tasche von Prada. Ein weißes T-Shirt, weiße Schuhe. Gucken, was abgeht. Reicht vollkommen. Und schaut euch das mal an. Was für ein geiler Anblick. Bin ich mal gespannt, was hier gleich alles abgeht. Aber ich habe keinen Bock hier die ganze Zeit den Leuten hier zu begegnen, die mir ständig was andrehen wollen. Boah, die Sonne knallt. Man merkt wieder, dass man in so einem Dingsland ist, so wie in der Türkei. So diese südländischen Länder, wo alles so ein bisschen gelblicher ist, viel Stein ist, aber auch viel Grün. Wo alles so ein bisschen anders gebaut ist. Ich finde, in Deutschland ist immer so grau Beton, so alles so. Ich weiß nicht, es fehlt einfach auch die Sättigung zum einen. Und zum anderen fehlt die Vitalität. Und auch wenn das von der Architektur hier nicht alles, also von der Gegend her nicht alles perfekt gemacht ist, fühlt man sich hier aber irgendwie wohler. Deutlich wohler. Also eigentlich wollte ich live gehen, aber man hat mir gesagt, dass man hier nicht live gehen soll, weil auch irgendwie Menschen teilweise nackt sind. Oder irgendjemand Scheiße labert. Aber hier geht es, glaube ich, schon richtig ab, oder? Die sagen, heute ist ein ruhiger Tag. Also wenn das hier um diese Uhrzeit ist, gerade mal 17 Uhr, 18 Uhr, wenn das schon ruhige Zeit ist, dann geht es bald richtig ab. So, hab die Masse gefunden, hab mit der Masse angeschlossen. Die haben alle schon gegessen, gehen vor Richtung Megapark. Die anderen Jungs kommen hinterher. Ich habe noch nichts gegessen, das ist das Problem. Weil ich vor einer halben Stunde erst gelandet bin, quasi, vor einer Stunde. Und jetzt zieht euch die mal rein. Das war schon unangenehm. Die halbe No-Food-Challenge. Was geht, Noah? Wie gut ist das? Hey, wie läuft dein E-Date? Wir treffen uns nächste Woche. Wochenende. Echt jetzt? For real? Echt? Wie wird's dir vielleicht? Dem Fußballspiel. Ja? Ja. Geil, Digga. Also, wir sind jetzt Mega Park in der VIP Area. Ich bin gespannt, was hier gleich abgeht. Oh, wer ist das denn? Die ist aber sympathisch. Ich glaube, da geht's gleich richtig ab, meine Damen und Herren. Eine Mischung habe ich schon getrunken. Ihr wisst, über 2 Mischungen bin ich besoffen. Wir sind mit 1 Million unterwegs, aber bei Marquegas kann man alles
Park. Digga, was geht hier ab? So, da drüben ist VIP Area, ist langweilig. Hier ist so kein Mann, da sieht man das Area. Das ist die Frau vom Chef, hat schon nachgefragt. Die ist tabu, wird ihn ausgeschmissen. Und wir gehen jetzt einfach rein in die Menge, scheiß drauf. Ich habe die Dinner Lane getestet, der ist nicht gut. Das ist so typisch besoffen und der da hinten ist besser. So, das Megapark, die Schlange. Und zieht euch mal bitte das Wetter rein. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist, aber es ist schon spät. Aber zieht euch mal bitte rein, wie hell das ist. Hell ist gut. Ich habe keinen Bock hier die ganze Zeit den Leuten hier zu begegnen, die mir ständig was andrehen wollen. So, ich glaube, jetzt geht es gleich mit auf die Bühne. Das Megapark ist heftig, Alter. Es gibt noch eine untere Area. Wir sind auf einmal in einer unteren Area gelandet, die ist Diskothek. Wer ist Beate? Ich kenne nur Laila. Ich kenne nicht einen Schlagersong. Was ist denn los mit euch allen? Wenn wir uns hochrufen, dann können wir schon darüber.